Guten Morgen, ihr lieben Zuhörer und Interessierte. Heute haben wir Freitag, den 28.04., 11:30 Uhr. Und ich habe jetzt das Thema Kai Wegner im dritten Wahlgang gewählt worden. Also, das ist ja schon ein Debakel, das habe ich ja gestern schon ein Video zu gedreht, dass er überhaupt zwei Wahlgänge dazu braucht, ne? Jetzt bin ich hier mal auf der Berliner Morgenpost. Ich denke mal, die sind ja hier wohl ganz nah am Geschehen dran. Und die werden da auch, da habe ich hier sonst, das ist Kai Wegner mit Präsidenten des Abgeordnetenhauses, also mit der Seibelt. Die Wahl von Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister wurde zur Zitterpartie. Der Tag zur Nachlese im Newsblog. Da werden wir gleich mal reingehen, aber vorab zeige ich euch mal eben nochmal die Sitzverteilung, wo da die Problematik lag gestern. Warum hier so oft gewählt worden ist. Also, ich habe hier bei Statista, habe ich hier, ne, die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus in Berlin nach der Abgeordnetenwahl am 12. Februar 2023. So, hier, das ist jetzt die Sitzverteilung. Ja, da habe ich jetzt hier ne, CDU 52, SPD 34 und die geben zusammen 86 Sitze. Ne? Und Grüne 34, Linke 22, AfD 17. Und wenn es hier, wenn die beiden sich jetzt einig gewesen wären, hätte er 86 Stimmen und ich glaube, am ersten und zweiten Wahlgang war, glaube ich, unter 80, glaube ich, einmal 71 und einmal 79. Und das ist für mich eigentlich schon, was ist da los? Die haben doch den Koalitionsvertrag zugestimmt oder sind die sich auch noch uneinig oder wollen hier noch ein paar SPD-Leute mit den Grünen und Linken zusammen regieren oder sind CDU-Abgeordnete nicht davon überzeugt? Das wirft ja sehr viele Fragen auf. Das macht mir ja keiner weiß. Und das ist ja dann schon eine richtige Zitterpartie. Stellt euch mal vor, er hätte die dritte Wahl auch nicht gewonnen, dass dann noch viele Abweichler, viele Unstimmigkeiten sind. Es ist irgendwo unfassbar, aber das zeigt ja schon, wie eigentlich zerstritten die einzelnen Parteien auch schon sind. Vielleicht außer die AfD und die Linken, aber das sind ja nicht so viele. Aber da gibt es ja auch so Abweichler, wenn die Linken zum Beispiel ohne Sarah Wagenknecht kommen die auch nicht mehr im Bundestag rein. Das ist dann auch meine ist ja da das Zugpferd der Linken halt. Ne? Aber gehen wir mal rein. Ich habe hier, glaube ich, so einen zeitlichen Ab. Mal gucken. Ja, genau. Wir fangen mal unten an. Ich denke mal, ich werde nicht alles vorlesen, keine Angst. Nur halt mal so rüber, wie sich das alles hier entwickelt hat. Und ich weiß ja nicht, wie weit ihr da, wir gehen mal nur in den Einzelnen hier, wenn ich schon höre, CDU macht geheime Probeabstimmung. Ja, geht's denn noch? Dann müssen doch alle 52 CDU-Leute hinter ihren hinter Kai Wegner stehen oder wie seht ihr das? Seht ihr das anders? Ja, und hier schreibt denn hier, ja gut, FDP spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Und er schreibt denn hier König ohne Gefolgschaft. Aber jetzt bin ich schon mittendrin. Wir gehen mal zurück. Also das war wohl gestern ein richtiger Tag im Abgeordnetenhaus oder Bürger hier, ne? Oder gewählt wie Frau Giffey. Also gucken, nächste Wahl, wir gehen, also hier fing das an, habe ich ja schon eine Uhrzeit, 11, also 11:29 Uhr, ne? Vor der anstehenden Wahl des regierenden Bürgermeisters werden Abschiedsfoto scheidenden Regierungsmitglieder gemacht. Hier Kultursenator Klaus Lederer, glaube ich, Linke, stellvertretende Regierungssprecherin Kai Seefeld. Naja, na, weil die Linken sind dann auch raus, ne? Natürlich auch kein Geld mehr, ne? Geht ja auch um viel Geld, was die ja bekommen. Ne? So, Sitzung startet 2 Stunden später als gewohnt. 10 oder um 12 Uhr Grundsache fand der lange vorher verabredete Girls' Day im Preußischen Landtag statt, der nicht verschoben werden konnte. Unterdessen füllten sich die Gästetribüne und Amt und ehemalige Präsident Ralf Wieland, SPD und Spandauer Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, wollen an diesem Tag dabei sein. Ne? Dann gehen wir mal hoch.
Also haben wir ja 12 Uhr. Ist noch nichts Interessantes. Kurz vor 12 füllt sich der Plenarsaal. Abgeordnete parteilos. Also haben wir einen Parteilosen, der bisherige Wirtschaftssenator der neuen Landesregierung will nicht mehr angehören. Also er ist parteilos, er ist nicht mehr dabei. Franziska Giffey kommt dann hier noch. Also jetzt wird erstmal hier Eber Dieken, ist nicht überrascht. Altbürgermeister Eber Dieken ist gekommen, um im Abgeordnetenhaus die Wahl von Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister mitzuerleben. Dieken war bis 2001 der letzte Christdemokrat in den höchsten Amt der Stadt. Ja, Entscheidung der SPD, mögliches Bündnis, Grüne, Linken zusammen, hätte also auch geklappt. Die hätten also auch eine Mehrheit gehabt, ne? Grüne, Linke und SPD. Und genau da liegt das Zerreißfeld bei der SPD. So sehe ich das. Ne? Eigentlich dürfte die Franziska Giffey gar nicht mehr dabei sitzen. Ist eigentlich abgewählt worden und kriegt jetzt noch, wie ich gehört habe, bekommen die auch mehr Senatsplätze, die SPD, als denen eigentlich zusteht. Nur damit der Kai Wegner da Bürgermeister wird. Ne? Freude und Ehre, ja, das ist die Frau Giffey nochmal, ja, regierender Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei. Na gut, und wir gehen jetzt mal, hier wird gewählt, Wahlkampf aufgebaut, das ist der erste Wahlgang hier, Joschka Fischers Schuhe. Wegner scheint dann im ersten Wahlgang. Ne? Kai Wegner fällt im ersten Wahlgang durch. Er erhält nur 71 Stimmen. Die Regierungsmehrheit beträgt 86 Stimmen. 80 Stimmen hätte er gebraucht. Auf Antrag der CDU wird die Sitzung für 30 Minuten unterbrochen. Ja. Der ehemalige regierende Bürgermeister Eberhard Dieken zeigt sich von dem schlechten Wahlergebnis dagegen geschockt. 15 Stimmen ist viel, sagt er. Hebt ratlos die Arme und schlendert weit ziellos durch die Wandelhalle des Abgeordnetenhauses. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Deklar, weil warum stimmen nicht alle ab? Ja, das ist schon viel. 15 Stimmen, Abweichung, ja. Wegner braucht im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit, ne? Im zweiten Wahlgang benötigte er ebenfalls die Mehrheit, also 959 Parlamentarier, also 80 Ja-Stimmen. Die CDU hat, genau wie ich gesagt habe, hier 52 und 34 zusammen fügt die Koalition über 86 Stimmen, also mehr als die Opposition und damit werde eigentlich durchgewählt. Ne? Ja, nicht alle sind unglücklich über den ersten Wahlgang. Lars Rauchfuß, Tempelhof Schöneberg-Kreis, sieht sich mit der Prognose bestätigt. 2,5 Wahlgänge hat der GroKo-Gegner vorhergesagt. Ja, und das, ne, das haben sie sich geheim auch abgesprochen, nehme ich mal an, dass das hier von der SPD her wählt, dass das so eine richtige Zitterpartie wird. Ne? Kai Wegner äußert sich zum ersten Wahlgang. Das ist kein guter Start. Eine Koalition der zunächst durchgefallenen Kandidat, ob sich die konzentrierte Aktion aus der SPD handelte, wolle Wegner nicht kommentieren. Ne? Ja, nicht alle Gegenstimmen von der SPD. Aha. 34 Stimmen hat die SPD. Das könnte bedeuten, dass knapp die Hälfte der Fraktion gegen Kai Wegner gestimmt hat. Denn dass die vielen Gegenstimmen auch aus der CDU kommen, ist eher unwahrscheinlich. Doch der designierte Stadtentwicklungssenator Chris Gäbeler ist sich sicher, die Gegenstimmen kommen nicht nur alle von der SPD. Ah ja, so, dann gehen wir mal in die zweite. Gucken wir mal. Zweite Wahlgang startet. Ja, hier startet der zweite Wahlgang, man spricht sich nochmal. Ja, Wegner fällt auch im zweiten Wahlgang durch. Ja. Jetzt fehlt nur noch eine Stimme, so wie ich das gehört habe. Ne? Kai Wegner ist auch im zweiten Wahlgang durchgefallen. Er hält nur 79 Stimmen und verfehlt damit die notwendige Mehrheit von 80 Stimmen. Hauchdünn um eine Stimme. Die Sitzung wird jetzt bis 15:30 unterbrochen. Dann folgt der dritte Wahlgang, bei dem eine einfache Mehrheit genügt. Heißt, Wegner braucht mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen. Ne? Ja. So. Ne? Großes. Also er macht sich keine Sorgen, ne, das hat alles geklappt. Dann FDP gibt dann auch noch hier einen Kommentar ab, ne, König ohne Gefolge, was eben. CDU macht geheime Probeabstimmung.
Dann kommt dann ja Erinnerung an Heide Simonis, die ist ja da, ne, Heidemörderin. Das hat ja damals, wo war das? Schleswig-Holstein? Ja, genau. Da ist sie nicht durchgekommen, beim dritten Wahlgang auch durchgefallen. Das ist schon, ne? Ja, die grüne Fraktion Graf sagt hier, desaströser Start für Schwarz-Rot. Sehe ich eigentlich genauso. Man wird jetzt sehen, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Und so, kommt jetzt rund der dritte Wahlgang. Mehr Ja als Nein schon nötig. Und jetzt kommt natürlich gleich hier, das hat hier für deutsche Worten. Ja. So, wo haben wir jetzt die Wahl? Die weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Wer hat wen nicht gewählt und was ist da los? Ist das alles hier gespalten? Sitzung wird noch einmal unterbrochen. Also das ging da wohl richtig heftig da. Emotionsmäßig auch hin und her, das muss man sich da mal auch vorstellen. Nach der Sitzung des Elternrats will die Linke dem Vernehmen nach eine Vertagung des Wahlen regierenden Bürgers beantragen. Dem wollen die anderen Fraktionen widersprechen, insbesondere die CDU dringt auf eine Abstimmung. Ja, nach Rechtsauffassung des Abgeordnetenhauses braucht Wegner im dritten Wahlgang mehr als Ja-Stimmen als Nein-Stimmen, ne? Also eine einfache Mehrheit. Merz kommt jetzt von außerhalb, ruft SPD zur Vernunft auf. Ja, wird denn hier schon Druck von außen aufgeübt? Unter der Grünen und Linken, dritten Wahlgangsauftrag, wurde abgelehnt, war enthalten auf abgewiesen. Ja. Der dritte Wahlgang hat begonnen. So, jetzt kommt natürlich die AfD ins Spiel. Ne? AfD hat offenbar für Kai Wegner gestimmt. Die AfD hat im dritten Wahlgang angeblich für Kai Wegner gestimmt. Das teilte die AfD-Fraktion auf Twitter mit. Die Fraktionsvorsitzende Kirstin Brinker wird folgendermaßen zitiert. Die AfD-Fraktion hat vor dem dritten Wahlgang beschlossen, Kai Wegner zum erforderlichen Mehrheit zu verhelfen. Also die AfD hat 17 Stimmen und dann ist das schon, ne? Hat man denn da schon mit ausgeglichen, sollte die SPD über die Hälfte weghaben? Hat man das denn damit ausgeglichen? Jetzt wollen wir mal gucken, mit wie vielen Stimmen ist denn jetzt gewählt worden. Ne? Wenn jetzt alle gestimmt hätten, also AfD komplett, wären 86 plus AfD komplett, wären 96. Das wären dann nach meiner Rechnung 103 Stimmen. Und wollen wir mal gucken, wie der dann gewählt worden ist, wenn jetzt die AfD komplett für ihn gestimmt hätte. Ne? Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, denn wir halten zwischen CDU und SPD geschlossene Koalitionsverträge für den weitgehenden Fortsetzung Rot-Grüner mit teilweise anderer Personal. Dennoch überwiegt für uns die gesamtstädtische Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Genau, weil da muss ich mal auch sehen, was hier Silvester passiert ist, was in Berlin generell los ist. Wohnungsnot, Mieten zu hoch, Fahrverbote. Ausländerüberschwemmungen, das ist unfassbar und das muss jetzt alles angegangen werden. Und wir machen die Schornsteinfeger gewählt. Hier, im dritten Anlauf ist Kai Wegner mit 86 Stimmen zum regierenden Bürgermeister gewählt worden. Also auch nur knapp, ja, aber Mehrheit. Und jetzt ist die Frage, wenn AfD auch dazu gestimmt hat, dann haben ja wieder welche von der SPD oder CDU Kai Wegner nicht gewählt. Wenn jetzt die AfD komplett mit 17 Stimmen gewählt haben sollte, dann ist jetzt die Frage, oder sagen wir mal nur die Hälfte von 17, sagen wir mal 6, dann wären 8, jetzt ja immer dann 86, dann sind ja immer noch welche, die in der Koalition beim dritten Wahlgang, und dann geht man natürlich das Risiko, dass der dann durchfällt. Das wäre ein richtiger Affront gewesen, wenn jetzt die AfD da nicht mitgestimmt hätte. Das muss man sich mal hier vor Augen führen. Und nicht, dass jetzt wieder von außen kommt, wenn man jetzt hier hoch baut, wie früher die Frau Merkel bei Bodo Ramelow in Thüringen, wo AfD ja auch mit Stimmen der AfD, der FDP, Herr Kemmerich, gewählt worden ist. Da kam ja von außen, nein, mit rechtsradikalen Stimmen wird hier nicht ein Ministerpräsident gewählt. Und da ist der Lindner auch hin und her gefahren und nachher, da hat er nur einen Tag regiert und dann musste er das Amt wieder niederlegen und seitdem warten wir eigentlich auf Neuwahlen. Das ist ja schon fast 2 Jahre her und oder noch länger. Und seitdem regiert Bodo Ramelow eine Minderheitsregierung oder wir warten eigentlich da auf Neuwahlen. Also auch eigentlich unfassbar, wie sich da die Leute da aus der Verantwortung da ziehen. Ne?
Oder einfach sagen, weil das sind ja nicht alles Rechtsradikale, die die AfD wählen. Das muss man ja ganz klar sagen. Die liegen bei 16% und wir haben nicht 16% in Deutschland oder in Berlin. Die sind ja bald überall vertreten. Ja, ganz klar, muss man ganz klar so sehen. Ne? Das hätte Schwarz-Rot nie riskieren dürfen. Es kommen die Grünen natürlich auch. Ne? Grüne Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch und Werner Graf haben die Wahl kritisiert. Das war ein desaströser Start einer Regierung, teilen sie auf Twitter mit. Der dritte Wahlgang gilt zu Recht als Notlösung. Offenbar ist fast die halbe FDP-Fraktion ihrer Führung nicht gefolgt. Sehe ich auch so, ne? Schwarz-Rot konnte im zweiten Wahlgang keine eigene Mehrheit erzielen. Das legt der Verdacht nahe, dass Kai Wegner im dritten Wahlgang mit Stimmen der AfD gewählt worden ist. Das hätte Schwarz-Rot nie riskieren dürfen. Deshalb haben wir vor dem Wahlgang eine Vertagung beantragt. All das bleibt an diesem Tag haften und richtet massiven Schaden für die Stadt, die Demokratie und die politische Kultur an. Ja, das ist alles hier, ja, ne? Aber wie seht ihr das? Muss man da jetzt wieder neu wählen? Ist die AfD, gehört die mit zur, ist die legitim? Ist sie verfassungswidrig? Ist sie das nicht so? Die ist legitim gewählt und die macht Politik. Die macht auch, da sitzen gescheite Leute drin. Ein paar, okay, aber die meisten sind schon, Herr Kropalla, Malermeister, bodenständig, drei Kinder. Macht gute Reden, Alice Weidel auch, Weltklasse, nur ein paar zu nennen, das ist schon, oder Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Lehrer, welche vom Handwerk, ne, alles sitzt da bei der AfD da drinne und die werden ja auch gewählt und die machen ja auch Politik fürs Volk und jetzt muss man natürlich mal schauen, wie sie, jetzt muss man ihm mal 100 Tage Zeit lassen, ob Herr Wegner ist das, halten kann, umsetzen kann, was er versprochen hat. Nicht, dass die SPD bei vielen Sachen dann abknickt, wegknickt oder dagegen stimmt. Das werden wir jetzt sehen, das werde ich auch verfolgen und das kommt dann auch, werde ich darüber berichten, weil, ja, aber wie seht ihr das? Da nochmal Kai Wegner, ist gewählt worden, ne? Schreibt in den Kommentaren rein, teilt das Video und bis zum nächsten Video. Hm?